Das muss man selber machen. Alles muss man selber machen. Und warum? War ihm so glücklich? Hier. Mein Luftballon ist mir auch weggeflogen. Hier. Warst eben nicht genug fest angebunden. Na, Kinder, Kinder, lass! Herr, mit dem Luftballon! Wo ist denn der Luftballon? Weggeflogen ist. Oh, schade. Nur wie es eben bei den Luftballons immer ist. Wenn man nicht aufpasst, fliegen sie weg. Hm? Aber heute will ich besser aufpassen. Wenn ein Luftballon... Nicht so rasch, langsam, langsam! Ah. Eine Sängerin so kalte Milch trinkt? Ja! Und du auch, was? Mir macht nichts, ich hab doch ohnehin keine Stimme. Ja, das hast du recht, eine Soubrette braucht keine Stimme zu haben. Sie muss tanzen können, und das kannst du, ja? Tanzen kannst. Schaukel nicht mit mir, Julia! Jeden Tag kannst du tauchen, aber schaukel nicht! Du brichst dir die Beine, was dann? Der Soubrette muss zumindest zwei regelrechte Beine haben. Grüß Gott! Hallo! Lauf's weg und lass die Milch da, was? Ich habe wichtige Besprechungen. Wichtige Besprechungen, ja. Luftballon. Nein, meine Herren, das geht nicht. Ihr habt Ihnen 100-mal gesagt, mehr Piano. Und, meine Herren, ich bitte, passen Sie mir auf, das ist ja ein Kunstwerk, nicht so herunterleiern. Und das Cello sitzt und nicht sehe, ja? Also wir gehen nochmal zurück auf Ziffer 12, zwei Takte vor Ziffer 12, ja? Aufpassen. Drei. Nicht meine Lage. Ach so, pardon. Hier bin ich erst zu Hause. Was dirigierst du denn da? Ja, ich habe ein Lied komponiert. Was? Für dich. Für mich? Für dich. Ach, sing mir's vor. Sing mir's vor. Immer muss ich mich fragen, kann mir nicht Antwort sagen, wohin ist plötzlich meine Ruhe? Ich weiß ja nur das eine, ich lieb nur dich, sonst keine, denn meine ganze Welt bist du. Und jetzt, meine Herren, Hochzeitsmarsch! Hallo, Kinder! Der Direktor hat uns den Ausflug endlich erlaubt und überhaupt war... Fräulein Hannerl? Ja? Fräulein Hannerl, fahren Sie morgen auch in die Wachau? Natürlich. Ja, und das Fräulein Olli auch? Selbstverständlich. Ja, ich fahre nämlich auch hin. Na, da wird sich die Olli freuen. Ja? Mhm. Glauben Sie? Sicher. Ja. Wo steckt sie denn eigentlich? Ich sehe sie nirgends. Fräulein Hannerl, möchten Sie so lieb sein und ihr das geben? Ja? Ja, warum geben Sie sie denn nicht selber? Ja, ich möchte, aber ich sehe sie nicht.
Glauben Sie nicht, dass es besser ist, wenn Sie die Zigarette aus der Tasche nehmen? Hm. Was haben Sie denn? Ja, ich weiß nicht, Frau Olli, mir ist so merkwürdig zumute. Was ist denn los mit Ihnen? Ich bin verliebt. In wen denn? Ja, wissen Sie denn das nicht, Frau Olli? Ach, bitte geben Sie mir doch auch eine Zigarette. Bitte schön. Wieder. Du, schau mal, siehst du diesen komischen Vogel da? Ein Vogel? Ich seh keinen Vogel. Wo ist der Vogel? Du bist der Vogel, du bist der Vogel! Warum hast du mein Hörchen gestohlen? Über euch hereinbrechen möge. Oh, ihr elendigliche Würste, liebe! Bieten mir das Würstchen! Das Würstchen! Das Würstchen! Ich gebe es nicht! 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 Sie hatte mir gestohlen, dass wir selbst sind! Sie sind! Ich gehe mich beschweren! Was hat denn der Lauskopf eigentlich da drüben in der Akademie zu suchen, hm? Aber Herr Reisinger, er schaut nur nach, ob drüben im Buffet alles in Ordnung ist. Ja, schaut nach. Weiß schon, wie man nachschaut. Ein Mädel vom Schuldiener schaut danach. Übrigens, das Buffet wird aufgelöst. Bringt sowieso nichts ein. Aha. Da kommt er ja. Der Herr Sohn. Sag einmal, wo warst du denn? Im Buffet drüben. Ich hab dem Fräulein geholfen. So, geholfen. Hm. Diese drei paar Würsteln kann ich gar nicht allein verkaufen, was? Ab morgen bist du in der Filiale am Neubau. Verstanden? Aber Papa, ich wollte doch morgen mit dem Motorrad einen Ausflug in die Wachau machen. Hm, ja. Also das schlagt dir aus dem Kopf. Du hast mir's aber versprochen, Papa. Du bleibst hier. Nein. Ja. Nein.
Ja, nein! Also wer hat hier zu entscheiden, du oder ich? Kinder kennt sich der Teufel ab. Sieh, Krüger, die Kinder wollen an der schönen blauen Donau spielen. Ja, ich weiß. Haben Sie die Noten mit? Ja, alles hier. Ohne Noten keinen Schwindel. Gut. Danke. Geh nur voraus, ich komme danach. Willst du nicht mit mir ein bisschen spazieren gehen, Liebling? Wieso denn Liebling? Bist du denn nicht mein Liebling? Ah ja, 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 ich bin der Liebling. Franzl! Was werden die ohne Noten machen? Die kennen sie auswendig. Ich könnte im Haus des Lebens froh, dran, 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 dran.
Herr Chef, hm? Draußen hat es immer wenig getunert. Aber gehen Sie, ist doch schönste Wetter draußen, was ist, ne? Aber das Kind arbeiten. Hallo? Fräulein, bitte schön, gehen Sie mal die Wetterstation. Ja, die meteorologische Station. Ja, bitte. Ich hab die Ehre. Bitte schön, können Sie mir die Wetteraussichten für heute bekannt geben? Ja. Günstig, sehr günstig, vorwiegend heiter, Sonnenschein, keine Niederschläge. Thank you.
Na, was willst du da anfangen? Heiraten. Kinder kriegen es auch ganz gut. Muss man den richtigen Mann? Na, du kriegst ihn bestimmt. Glaubst du? Ach, natürlich kriegst du ihn. Frau Professor, ich bin deine Große. Aber seien Sie nicht böse. Aber nein, setzen Sie sich doch hin. Sehr liebenswürdig, Frau Professor. Na also, was haben wir denn auf dem Herzen? Das ist ja so peinlich. Nämlich, jemand hat von mir eine Information verlangt über den Weidenmüller-Franz. Sie haben gesagt, ne? Hat ein bisschen Talent. Ein bisschen? Dann hätten Sie ruhig sagen können, er ist ein großes Talent. Ja, ein großes Talent. Glauben Sie, wird er eine Karriere machen? Ach, da bin ich kürzlich. Ja. Und wird er auch ernähren können? In ein paar Jahren ist das ein großes. Mit denen haben Sie nichts gesagt. Schauen Sie, der Schubert, nicht wahr? Der war auch so ziemlich talentiert und hat nichts verdient. Wie war es, dein armer Teufel? Haben Sie freilich recht. Der große Erfolg kam erst nach seinem Tod. Ja, sehen Sie. Da ist es mir beim Lebzeiten leben. Na, Krügerchen, wir haben ja ein großes Interesse für zwei Meter Franz. Ich? Er für uns? Wirklich? Ja. Na, da kann ich Ihnen nur gratulieren. Ja, wirklich? Sie können ja gratulieren. Glauben Sie, Frau Professor, wird es noch zu etwas bringen, bevor ich stirbe? Ja. Sie wissen doch, wie das ist bei Komponisten. Wenn ein Komponist, Ein Moment, schauen Sie sich das an. Meine Noten, Kinder, Sie alt, Ein Moment, Sie gestatten, Frau Professor. Haben Sie Worte? Da haben Sie so an Sie gegeben. Schauen Sie sich an, meine Noten. Feuerlerie,
Durchschreiben. Ach, durchschreiben. Herr Krieger, was ich Ihnen schon längst sagen wollte, an der schönen blauen Donau. Ja. Herr Krieger, ich liebe Weinberg und Gesang. Hochgeschätzter, sehr geehrter Herr Krieger. Ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Ich habe zwar nicht, aber meine Tochter auch nicht. Wenn Sie was komponieren wollen, ich habe da das ganze Archiv, dann suchen wir was. Kinder, seid ruhig, jetzt kommt der Papa. Ich werde was erzählen, das war noch nicht da. Der Franzl hat heute was Neues geprobt. Er hat sich soeben mit der Olli verlobt. Vorstellung. Da glaubt man, dass so ein Mädel einen gern hat und macht sich Pläne. Und auf einmal ist alles zu Wasser. Aber Donald, Sie weinen ja. Weinen Sie? Man darf die Liebe nicht so tragisch nehmen. Man muss sich zusammenreißen. Es wird schon jemand anderer kommen. Gell, Donald? Ja, ja. Ach so, Donald. Ja, aber Anna, Sie weinen ja. Ich weine? Keine Spur. Schrecklich, dieser Regen. Ja, ja, die Jugend. Die amüsiert sich. Fräulein Hanna, ich hab immer geglaubt, dass Sie und der Franz. Ich? Und der Franz? Keine Spur! Was geht mich der Franz an? Gar nicht! Franz wäre der Letzte! Olli! Was, du liegst noch im Bett? Hast du verschlafen? Ich
habe nicht verschlafen. Na, warum liegst du dann im Bett? Was? Ich bin mit dem heutigen Tage vom Theater abgegangen. Was? Das wäre die Dummheit schon wieder. Abgegangen. Das ist das Klügste, was ich tun kann. Sieh mal, Papi, bis jetzt hast du alles gemacht. Gekocht, genäht. Das muss doch ganz anders werden. Warum habe ich vielleicht schlecht gekocht? War der Braten vielleicht gestern schlecht? Ja. Na, siehst du. Also, wenn ich jetzt heirate, dann übernehme ich den Haushalt. Singen kann ich ohne dich nicht. Du wirst staunen. Ich werde kochen. So. Mhm. Du willst kochen? Jawohl. So. Dann sing lieber. Sie steht jetzt so gut wie engagiert nach Aachen. Auf 2 Jahre. Na, zu Brette, da hat es ihr leid. Ich gehe auch ins Engagement. Ich studiere nicht mehr weiter. Du mit deiner Stimme? Ja, warum willst du nicht zu Ende studieren? Ich habe genug von der Schule. Ich gehe ins Engagement. Der Theateragent Bernhut hat mir gesagt, ihre Stimme ist bühnenreif. Und der versteht doch etwas von Ihnen, nicht wahr? Ein Schmarrn versteht er. Du musst doch eine Menge zulernen, bis deine Stimme anständig sitzt. Der Dog ist anderer Meinung. Was versteht denn so ein Theateragent? Jedenfalls versteht er mehr als du. Vielleicht hat er wirklich recht. Ach! Du wirst nicht ins Engagement gehen, bevor du nicht zu Ende studiert hast. Sonst bist du doch in einem Jahr mit deiner Stimme fertig. Na, dann bin ich eben in einem Jahr mit meiner Stimme fertig. Du wirst nicht ins Engagement gehen. Bevormunden will mich der Herr Schwager? Will ich gar nicht bevormunden, aber wenn du es mit der Kunst... Ach, Kunst! Für dich wäre es auch besser, du würdest Schlager schreiben. Das kannst du wenigstens. Was verstehst denn du? Nehmt euch bei der Elevenprüfung zusammen. Die Schüler, die heute am besten abschneiden, werden möglicherweise morgen in einem Rundfunkkonzert mitwirken. Also, jetzt wollen wir mit der Probe beginnen. Ich sehe, die erste ist Fräulein Hannah Krüger. Als Thema für Sie sind Mozarts Bravour-Variationen bestimmt worden. Das wundert mich, denn die Variationen sind ungewöhnlich schwer für so ein junges Mädchen. Ich hoffe, Herr Direktor, werden angenehm überrascht sein. Ja, wir werden ja sehen. Was wir von Fräulein Krüger gehört haben, hat uns alle sehr befriedigt. Aber, wie ich schon sagte, diese Arie ist für eine so junge, wenn auch sehr begabte Schülerin, doch eine zu schwierige Aufgabe. Ja. Herr Direktor, ich glaube... Ich trage die Verantwortung, dass der Weltruf, den unsere Akademie genießt, nicht gefährdet wird. Sie werden zugeben, die Partie ist schwer. Sehr schwer sogar. Wenn die Stimme dieser jungen Dame heute Abend nicht durchhält, ist ihre ganze Karriere gefährdet.
Nein, 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 die Verantwortung ist für mich zu groß. Aber vielleicht werden wir einen Ausweg finden. Sie haben so hervorragend gesungen, dass ich Sie trotz meiner Bedenken diese Arie abends singen lassen werde. Aber vielleicht lassen wir eine Variation weg. Ich werde mir die Partitur noch ansehen. Ich danke Ihnen. Fräulein Krieger. Wir wollen jetzt ein wenig unterbrechen. Der Direktor braucht gar keine Angst zu haben. Kann Ihnen ja gar nicht viel streiten. Doch höchstens sieht die eine schwere Kadenz da am Schluss. Also Kopf hoch und nehmen Sie es nochmal tüchtig durch. So traurig herum, man kann sie nicht einmal anschauen. Hast du nicht gefragt, warum sie so unglücklich ist? Ich habe mich nicht getraut. Nicht getraut, ja. Ich werde mich trauen. Solange ich lebe, werden meine Kinder nicht so unglücklich herumgehen in meinem Hause. Ja, kann es gehen. Ja. Ich werde mich trauen zu fragen. Ja. Schön ist das Kleidchen. Sehr schön. Du bist auch sehr schön. Olli, Sie haben mir so wunderbar gefallen. Wirklich? Habe ich Ihnen gefallen? Ja. Olli, Sie gefallen mir überhaupt zu sehr. Sie kommen doch zu meiner Verlobung, Toni. Zu Ihrer Verlobung? Nein, das können Sie nicht von mir verlangen, das... Aber das, Sie haben geläutet? Ja, warum? Diese Notiz ist vom Direktor und soll sofort ins Orchester gebracht werden. Ja, vom Direktor? Ja. Was steht drauf? Ich weiß es, ja. Orchester abgehen, Orchester, ja. Vom Direktor? Ja. Orchester. Herr Weisenmüller. Ja, was ist? Von Herrn Direktor. Ja, natürlich, das werde ich machen. Ja. Bitte tragen Sie das zur Hannah, das ist sehr wichtig. Ja? Geben Sie ihr, Sie haben aber nein. Keine Zeit. Aber ich muss doch dirigieren. Ich weiß nicht, wo mein Gott. Pass mal auf, Kinder. Also in der letzten Koloratur ist ein Strich. Ziffer 6 bis 8 bleibt weg, ja? Ja. Ziffer 6 bis 8 bleibt weg. Ja.
In der letzten Koloratur ein Strich. Verstanden? Wenn die Blumen nicht abgeholt werden, haben wir morgen Blumen zu unserer Verlobung. Sehr schön. Gut, für Fräulein Schulze, bitte. Bitte legen Sie den Zettel bei. Zettel, ja. So. Du, von Franzl. Was ist denn das für ein blöder Witz? Die Koloratur sind von 6 bis 8 auf Wunsch des Direktors gestrichen. Fräulein Krüger. Keine Zeit, meine Tochter singt. Bitte! Herr Krüger, was bedeutet das? Koloratur gestrichen. Nein, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt singt meine Tochter ja ein. Aber Herr Krüger, Sie müssen den Zettel vertauschen. Ich vertausche keine Zettel, lassen Sie mich, Fräulein, sonst werde ich grob, ja? Koloratur gestrichen. Und sie ist schon auf der Bühne.
denn das heißen? Du hast mich vorher dirigieren lassen, Konzept bringen wollen. Ich dich aus dem Konzept bringen wollen? Ich dich? Du hast mir mit Absicht meine Kadenz geschmissen. Aber Hanna... Ach was, Hanna, lass mich in Ruhe. Ich breche sogar mein Studium ab, um dich nicht mehr zu sehen. Dann hast du deinen Zweck erreicht und meine Stimme wird ruiniert. Was ist denn mit der Solokadenz passiert? Es war ein peinlicher Augenblick im Saal. Im ersten Moment dachte ich sogar, dass der Vorhang fallen muss. Herr Direktor, das war ein Irrtum. Es war meine Schuld. Na ja. Ende gut, alles gut. Aber es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Sie sich mit dem Fräulein Krüger zusammensetzen würden, damit im Radiokonzert bei dem Frühlingsstimmenwalzer nicht wieder sowas passiert. Jawohl, Herr Direktor. Aber... Bleibt alles für die Verlobung? Die Akademie. Von der Direktion? Ja, persönlich von Direktion, ja. Es ist rührend. Für die Familie Krüger in Hochachtung, die Direktion. Aber wunderschön. Ja, schön. Ja, sehr schön, ja, sehr schön. Darf ich? Ja, ja, Opa, bitteschön. Ob Sie darf, bitteschön. Ein. Hopp. Hopp. Ja, Sie entschuldigen, meine Herrschaften, ich komme sofort. Eine Sekunde, meine Herrschaften. Lassen Sie sich durch auch nicht stören, meine Herrschaften. Sofort bin ich. Sie wünschen? Ich komme um die Blumen. Was für Blumen? Von Frau Laska. Frau Laska, ja. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Die Blumen duften zu stark. Es muss sie sehr ungesund. Muss ich sie auch noch einmal machen? Tanze. Mit einer Hand auch, ja? Na, wo ist dein Bräutigam? Der Franzl? Och, was glaubst du, was der beschäftigt ist? Der hat ja so zu tun, was der hat zu tun, sag ich dir. Ja, Tanze, ich komme ja. Toni! Geh, Toni, schick einen Ober hinüber zu Krügers mit dem Brief, ja? Ist das so eilig? Nein, nicht so eilig. Ja, wir schicken ohne dies eine Eisbombe zu euch hinüber, zur Verlobung. Kann ich ihn ja mitgeben? Ja, danke. Ah, da sind wieder einmal zwei junge Leute glücklich geworden. Ja, das ist so schön, wenn sich zwei Menschen
gern. Nicht so, ja. Du, sag einmal, wo steckt denn der Schwiegersohn? Ist die da nicht sehr neugierig? Ja, der Franzl, ja, da wird ja alles staunen, Kinder. Das ist ein prächtiger Junge und talentiert ist der Junge. Der Direktor hat ja gestern, der Direktor von unserer Akademie, der hat ja gestern gesagt, du Krüger. Du Krüger, hat er gesagt. Ja, wir waren ja nicht im Dienst, sagt er immer zu uns. Nein, du glaubst nicht, was ich. Zu mir hat er gesagt, du Krüger, hat gesagt, der Franzl Waldmüller, das ist der kommende Mann. Und der kommende Mann ist angekommen. Einen Moment, Aljascha. Einen Moment. Dreimal hat er geklingelt, der Franzl. Ja, nein, nein, nein. Ja. Und danke, Krüger, ich weiß, komme. Ich weiß. Herr Krüger, ich weiß komme. Ich auch, ich weiß, Blumen, ja. Der war es nicht. Nein. So, verteilen bitte. Alles verteilen, Krebs. Immer war. Sag, wo steckt denn der Franz? Ich weiß doch nicht. Komm, du hast gesagt, es kommt eine Eisbombe. Wo bleibt die Eisbombe? Das weiß ich doch gar nicht. Schrecklich, so eine Blamage. So eine Blamage. Wenn wenigstens die Eisbombe da wäre, wenn die Leute essen, vergessen sie an den Franz. Olli, ich habe für euch im Leben so viel gearbeitet. Ich habe für euch im Leben so viel geschafft. Tu mir einen Gefallen. Was kann ich denn tun, Papi? Hol mir die Eisbombe. Aber gern. Jetzt zum Zwei Reitmänner sitzen in einem Eisbahncoupé. Ich komme wegen der Eisbombe. Die Eisbombe für die Verlobung. Ich bringe sie. Fräulein Olli, gestatten Sie, dass ich sie Ihnen trage? Aber Toni! Na, aber Fräulein Olli! Na, Toni! Na, aber Fräulein Olli! Aber Toni! Na, aber Olli! Fräulein Olli! Na, aber Fräulein Olli! Toni! Ist es nicht sehr kalt? Nein, das
Es ist nicht kalt, Fräulein Olli. Wirklich nicht? Wirklich nicht, Fräulein Olli. Aber Eis ist immer kalt. Ja, Eis ist immer kalt. Es ist wirklich sehr lieb von Ihnen, Toni. Fräulein Olli. Ja, Toni? Ja, ich habe mir eigentlich die Eisbombe ganz anders vorgestellt. Die Eisbombe? Warum? Nein, nicht die Eisbombe. Ich meine die ganze Situation. Ja, die Eisbombe. Ja, es ist so warm. Im Schatten wäre es kühler etwas. Ja. Wie? Was wollten Sie sagen? Fräulein Olli, Sie wollten eben etwas sagen. Vielleicht die Herzenswärme, nicht wahr? Die Herzenswärme. Ja, inwiefern wollten Sie von der Herzenswärme sprechen, Fräulein Olli? Du, Toni, probier mal die rote, die ist viel besser. Nein, die ist besser. Kost mal. Auch von mir, bitte. Ist ja herrlich, ist ja wunderbar. Ja. Solche Angst. Mir zittern die Knie. Ich traue mich gar nicht rein. Bitte nicht klingeln, bitte. Danke. Ja, 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 Frau Hinz. Prinz, habt ihr alle Blumen? Ja, habt ihr alle Blumen auf einmal? Jetzt will ich meine Ruhe haben. Alle Blumen? Ja, Kinder, ja, ich mache auf hier. Ja. Kinder, Enten. Was hast du da? Ja. Was geschehen? Was habt ihr? Was ist? Was los? Es ist etwas Schreckliches passiert. Was passiert? Was passiert? Was? Was passiert? Wir haben uns verloren, Papa. Hast du? Du hast dich verlobt! Und deinen eigenen Vater! Was mit dem Eis? Kinder, das Eis, das ringt ja alles. So eine Blamme. Verlobt. Was? Sie haben meine Tochter verlobt. Ja, Papa. Geh hinein, wir brauchen dringend einen Bräutigam. Geh hinein, Kinder, du komm her. Du, sag also, nicht der Franzl, der Toni. Jawohl, Papa. Ja. Hab ich mich geirrt? Hat sie sich geirrt? Ja. Papa, ja? Kannst du uns verzeihen, dass wir dir nichts gesagt haben? Ja, das kann ich euch verzeihen, aber ich kann euch nicht verzeihen, dass ihr stundenlang in Eis rumspaziert seid. Danke dir. Nein, nur nichts verkehren, ja? Darf ich einmal telefonieren? Bitte. Nein, lass. Ja. Hallo? Ja, bitte, AC 982. Ja. Hallo? Sofort. Herr Reisinger! Herr Reisinger! Was ist denn? Zum Telefon! Telefon? Rat mich so schön. Hallo, wer ist denn dort? Hallo, Papa. Du, hier ist Toni. Aber wie oft habe ich dir gesagt, wenn ich Billard spiele, will ich nicht gestört werden. Ja, aber Papa, es ist sehr wichtig. Was wichtig? Was gibt's denn? Ja, Papa, ich habe mich verlobt. Verlobt? Ja, mit wem denn? Mit Olli natürlich. Mit der Olli? Also daraus wird nichts. So, also Papa, hör mal zu. Dann zieh sofort deinen neuen Rock an und komm augenblicklich hierher zu Krügers. Also ich denke gar nicht daran, ich komme nicht. Oh ja, Papa, du kommst. Nein. Ja. Nein. Ja. Also wer hat hier zu entscheiden, du oder ich? Der Name Reisinger hat keinen schlechten Klang. Durch eigene Kraft
ist es mir gelungen, mein kleines Unternehmen zu einem der erstklassigsten Etablissements der Stadt zu machen. Schon morgen wird mein Sohn die Filiale am Neubau übernehmen. Warten. Immer warten. Man hat ja noch immer Hoffnung. Aber wenn es so weit ist, dass man nicht mehr zu essen hat, danke. Ich bin kein Bettler. Ich soll heute hier einen Vertrag unterschreiben. Endlich. 6 Wochen schon laufe ich der Sache nach. Wir werden das letzte bitten. Verzeihen Sie. Sie nun doch bitten, dass zu haben. Ich bin und war immer ein einfacher Mensch. Ich bin Gottlob Staatsangestellter und du bloß ein einfacher Kaffeehausbesitzer. Nie werde ich dich fühlen lassen, den Rangunterschied, der zwischen uns besteht. Ich tue sowas nicht. Sie sind in der Akademie, sagten Sie? Ja. Die Akademie gibt doch heute ein Rundfunkkonzert. Singen Sie da nicht mit? Nein. Na sowas. Warum wollen Sie denn nicht singen? Ich will nicht. Ich hatte einen Streit mit einem Kollegen und studiere überhaupt nicht mehr weiter. Ich gehe ins Engagement. Sind Sie schon mit Ihrem Studium fertig? Schon fertig? Nein. Ich hätte noch ein Jahr zu studieren. Herr Dernburg lässt von Hannes Krüger bitten. Nein! Er nicht hineingehen. Glaub nicht, dass ich hineingehe. Sie soll nicht dieselbe Dummheit machen, die ich gemacht habe. Eine einzige Dummheit. Was ist denn hier für ein Lärm? Tja, Frau Hendricks will dieses Fräulein nicht zu Ihnen lassen. Was? Nicht zu mir lassen? Ja, was soll denn das heißen, Frau Hendricks? Ja, was geht denn das überhaupt Sie an? Das ist nicht Ihre Sache. Was? Nicht meine Sache? Aber ich mache sie zu meiner Sache. Ah, das habe ich gern. Bewirbt sich um eine Stelle. Dazu noch als Soufflöse. Verzicht auf Ihre Stellung. Kommen Sie, Sie dürfen hier nicht bleiben. Sie kommen mit mir zum Rundfunk. Das wäre ja noch schlimmer. Soufflöse wäre so wichtig geworden. Was denn?
Hannerl ist noch immer nicht da. Ich verstehe das gar nicht. Sie ist doch sonst so gewissenhaft. Ich will mal die Akademie anrufen. Aber sie weiß doch, worum es geht. Es ist doch eine Katastrophe für ihre ganze Laufbahn, wenn sie jetzt nicht kommt. Um Gottes Willen, nur noch 3 Minuten. Gott sei Dank, dass ich da rausgebracht habe. Diese schmutzige Gesellschaft, die soll Ihnen einen Geschmack schaffen. Ja, aber... Kein Aber. Hier gibt es kein Aber. Sie haben noch ein Jahr zu studieren. Wissen Sie, was das heißt? Unfertig ins Engagement zu gehen? In einem Jahr sind Sie mit Ihrer Stimme fertig. Ruiniert. Und was kann dann aus Ihnen werden? Ein drittklassiges Soubrette? Kein Geld, kein Engagement und dann kommt der Hunger. Ja, aber ich will doch. Aber wollen Sie vielleicht eine stellungslose Soubrette werden? Mit einer zerbrochenen Stimme? Was? Sie kommen jetzt mit mir zum Rundfunk und Sie werden singen. Ja, aber es ist doch schon so spät. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Nee, dann laufen wir eben. Was? Achtung, meine Herrschaft. Anfangen. Anfangen. Ich hab Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Wir müssen hineingehen. Also los. Ist die Dame noch immer nicht hier? Kommen Sie, wir müssen anfangen. Kommen Sie. Ja, was ist denn mit diesem Fräulein Krüger? Ja, Sie sind doch verantwortlich. Kann mir das ja selber nicht erklären. Ich bin ja verzweifelt. Aber schnell, still. Sie hören jetzt den Frühlingsstimmenwalzer. Am Dirigentenpult Franz Waldmüller. Das Sopran-Solo wird ausgeführt von Fräulein Hannerl Krüger. Compare, vi roli, roli, di, 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 di,